spreche ich denn? Ja, guten Morgen. Hier guten ist Morgen. Otta aus Rastatt. Ich habe hier im Internet mal gelesen, dass heute wohl mein Glückstag sein soll. Okay. Ja, das steht Überraschungsgeschenk. Das wäre ja schon mal eine schöne Abwechslung, ne? Das wäre eine schöne Abwechslung. Was haben Sie denn dafür einen persönlichen Code bekommen? Was habe ich bekommen? Diese Glücksnummer, wie ist die denn? Da steht 300 Euro. Ja, ja. Und wie ist die Glücksnummer? Da steht so ein persönlicher Geschenkcode, GLÜ. Gerade noch. Ja, 5529, wenn ich das jetzt... Nee, 6629. 6629, okay. Ja, ich glaube, ich muss mal wieder die Brille nachschärfen. Die Brille nachschärfen lassen, ja. Das geht mir auch öfter so. Herr Otta, Otta ist Ihr Nachname, ja? Nochmal, Ihr Name auch Otta? Nee, mein Name ist nicht Otta, mein Name ist Schnapper. Ja. Und Sie sind aber der Herr. Ja. Freut mich auch, Herr Otta. Ja. Also Otta wird geschrieben O, Doppel-T wie Theodor, E und R, ja? Nee, mein Name ist einfach nur Otta. Ich heiße nicht Theodor, da müsste eine Verwechslung vorliegen. Nee, ich dachte, Sie hätten gesagt, Sie heißen Theodor, oder wie? Nein, mein Name ist Friedrich Otta. Theodor lebt schon ein paar Jahre nicht mehr. Ach so. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Kannten Sie sich denn? Aber, nee, nicht persönlich. Ach so. Nur vom Telefon. Er hat bestimmt auch schon mal bei uns angerufen. Da weiß ich nicht. Vielleicht hat er, der hat es ja sehr umtriebig gewesen, ne? Ach so. Ich kannte ihn nicht persönlich. Das ist im Prinzip, haben Sie da ja auch nichts verpasst, ne? Das ist mir, sagen wir mal, eher vorzuziehen, ne? Da wollen wir jetzt mal nicht zu sehr, nein, tut nichts zur Sache, ne? Okay, Ihr Nachname ist aber Otta, O-Doppel-T, E und R, ja? Ja, wie der Seeotter. Wie der Seeotter, genau. Ja, oder und der die Postleitzahl? Vom Otter? Ja, die Postleitzahl von Ihrem... das ist ja im Prinzip... Das ist ja der See. Welcher denn? Sie jetzt. Nicht der Seeotter, sondern von Ihnen die Postleitzahl. Jetzt bin ich total durcheinander. Also wir haben hier im Prinzip nur die Osbach laufen. Einen See haben wir hier gar nicht. Nee, aber wie ist denn Ihre Postleitzahl von dem Dorf, von der Stadt, wo Sie wohnen? Das ist ja im Prinzip 76437. 37. Und die Straße? Nochmal? Die Straße, wo Sie wohnen? Jetzt bin ich überfordert. Was soll ich machen? Die Straße, wo Sie wohnen, bräuchte ich mal? Ach so, das ist ja im Prinzip die Kanalstraße. Die Kanalstraße. Und die Hausnummer? 94. 94. Und Ihr Geburtsdatum, Herr Otta? Von mir selber, ja? Von Ihnen selber, ja. Ja, 8. Mai 45. 8.45. Ja. Okay, alles klar. Dann schauen wir doch mal nach, was ich Schönes für Sie habe, ja? Wo soll ich jetzt hin? Hier auf der Seite bei Ihnen. Sie brauchen jetzt gar nichts machen. Ich erkläre Ihnen alles Weitere. Ja? Ja. Weil Sie haben nämlich ein Sofortgeschenk gewonnen. Sie gehören tatsächlich zu den Glücklichen, die einen Gutschein von Trenntours Touristik im Wert von 300 Euro gewonnen haben, Herr Otta. Oh. Ja? Das ist ja mal eine erfreuliche Neuigkeit, ne? Genau. Ja, genau. Vielen Dank. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wollte ja im Prinzip nur gucken. Ja. Wie weit die Russen, sag ich mal, jetzt noch von Berlin entfernt sind. Und dann kam da, sag ich mal, ja ihre Gewinnbenachrichtigung, ne? Ja, okay. Ja, das ist doch mal was Schöneres als immer Krieg, ne? Ja, natürlich. Also nur immer sich über den Krieg zu informieren. Jetzt haben sie mal eine willkommene Abwechslung.
Ja. Sie dürfen sich selbst aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen. Das war mir jetzt zu schnell, pardon. Wohin geht die Reise? Das dürfen Sie sich selber aussuchen. Ach so. Ja, Sie dürfen selber aussuchen, wann Sie reisen, wie Sie reisen, mit wem Sie reisen. Also das ist Ihre Sache. Also darf ich da im Prinzip auch meine Frau mitnehmen, ja? Natürlich dürfen Sie da Ihre Frau mitnehmen. Ja, ja. Die darf ja nicht zu Hause bleiben, die muss ja mit. Die gehört ja zu Ihnen, also das wäre ja ein Ding, wenn Sie die zu Hause lassen müssten. Ja, nee, das kommt ja auch gar nicht in die Tüte, ne? Nee, richtig, das sehe ich doch auch so. Gut. Das muss doch sein. Kennen Sie denn meine Frau, wenn Sie da, sag ich mal, auch den nein, auch Theodor nicht. Theodor gekannt haben? Nee, kenne ich nicht Ihre Frau. Na, hätte ja leider sein nicht können, weil es ja im Prinzip ja auch nur ein Verwandtschaftsverhältnis gewissermaßen. Ja, ja. Also eher so, okay. So Gewohnheitsrecht. Ja, ja, ne? Genau. Ja, ja. Herr Otter, ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ach, ja. Das ist ja wie Weihnachten. Das ist wie Weihnachten, genau. Sie haben jetzt nämlich auch noch die Möglichkeit, sich bei mir... Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ja, der du bist nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Genau, und damit der Tannenbaum weiter grün bleibt, habe ich für Sie... Wie gesagt, die Möglichkeit, sich die Vorteile von Profit und Rente zu sichern. Damit haben Sie ab dem 15. April die Chance auf eine Rentenmillion, Herr Otter. Rente? Ja? Auf eine Rentenmillion. Ja. Sie können da eine Rentenmillion gewinnen. Und da findet dann jeden Tag eine Ziehung des Rentenjackpots statt. Aha. Und Sie und nur 99 weitere sind dann in dieser kleinen Gemeinschaft täglich mit 100 Tippreihen am Start. Eine Gemeinschaft. Das ist eine Tippgemeinschaft von Montag bis Freitag. Und da haben Sie 3000 Gewinnchancen. Und jeden Samstag erhalten Sie auch noch einen persönlichen Tipp. Den dürfen Sie selber bestimmen. Und da können Sie dann die Rentenmillion auch ganz allein für sich gewinnen. Und das ist am Freitag, habe ich Sie da richtig verstanden? Von Montag bis Freitag spielen Sie in der Gemeinschaft und am Samstag spielen Sie nur für sich alleine. Wo findet das denn? Ist das hier beim Seniorentreff? Das findet hier bei mir jetzt statt. Ja, nee, da erhalten Sie dann... Ich meine ja im Prinzip die Zusammenkünfte da, die Sie erwähnten. Die Zusammenkünfte, ach so, die Gemeinschaft meinen Sie. Nein, ja. Das sind alles, es gibt bei uns einen Topf und da kommen bis zu 100 Spieler mit rein. Und da in diesem Topf sind Sie jetzt mit reingerutscht. Also ist das also prinzipiell so, eine, also auch gemeinschaftlich kochen, ja? Die kochen? Die kochen nicht, die wollen was gewinnen. Ja, das habe ich ja verstanden. Das ist also so eine große Tafel prinzipiell. Naja, ja, so ähnlich. Ja. Ja, Sie lernen diese anderen Mitspieler, die lernen Sie nicht kennen. Ah, ist das mit so einer, mit so einer Schattenwand im Prinzip dann? Nee, nicht mit einer Schattenwand. Also das geht da, es geht darum, dass Sie eine Rentenmillion gewinnen und Sie spielen mit diesen Leuten zusammen, mit den 99 anderen, von Montag bis Freitag Lotto sozusagen. Was wird da denn gespielt? Ist das Blackjack oder ganz klassisch? Da wird um eine Rentenmillion gespielt. Ja, aber was für ein Blatt denn im Prinzip?
Weil ich kann ja im Prinzip nur Schach spielen. Ne? Ich habe das Kartenspielen nie gelernt. Na, hier brauchen Sie auch gar keine Karten. Das findet nicht mit Karten statt. Hier können Sie einfach, dann nennen Sie mir 7 schöne Zahlen zwischen 1 und 49. Ja. Und mit diesen 7 Zahlen schicke ich Sie ins Rennen. Und dann können Sie die Rentenmillionen gewinnen. Ich weiß nicht, ob meine Frau Ihnen das erzählt hatte, aber ich kann ja im Prinzip gar nicht mehr laufen. Hä? Ach so, okay. Ja, also mit ja. Sagen wir mal, Ausdauersport ist da, sag ich mal, ich mache noch ein klein wenig was für die Arme, so, ne, wegen Arthritis. Aber mit Rennen wird nichts mehr. Da muss ich absagen in der Disziplin. Okay, ja. Alles klar. Wenn das einmal kein Ausschlusskriterium bei Ihnen darstellt, ne? Nee, das ist kein Ausschlusskriterium. Gut. Herr Otter, ja? Wir dürfen Sie doch bestimmt auch weiterhin telefonisch über interessante Angebote informieren, oder? Ja, ich muss ja wissen, wie das weitergeht, ne? Ja, also wir dürfen Sie weiterhin telefonisch informieren, ja? Ja, warum auch nicht, ne? Das hat nur, dass Sie mal vermerken, dass das halt nicht mehr mein Bruder hier ist, ne? Ja, das habe ich schon vermerkt. Das ist wunderbar. Und wo ist das denn, sag ich mal, postalisch, wo ich dann da am 15. dann, sag ich mal, vorstellig werden muss? Nee, da müssen Sie nicht vorstellig werden. Dann habe ich Sie vermutlich falsch verstanden. Da haben Sie mich falsch verstanden, das ist richtig. Da müssen Sie nicht falsch verstanden, da müssen Sie nicht erscheinen. Ach so. Das läuft alles so automatisch. Ach, ist das hier über dieses, sag mal, wo man sich, sag mal, so eine Kamera am Computer dran macht. Ist das sowas? Ja, nee, auch nicht. Das ist einfach, das läuft einfach bloß übers Telefon. Also Sie würden dann wieder, sagen wir mal, anrufen, zusammen mit den anderen Beteiligten? Wenn Sie gewinnen, ja. Auf was für Spiele kann man sich da denn so einstellen? Weil das muss ja dann, wenn das über Telefon läuft, muss das ja, denke ich mal, jeder auch vorrätig haben hier im Hause. Na, Sie brauchen da gar nichts. Es geht nur um Sie nennen mir 7 Zahlen. Ja. Und mit den 7 Zahlen, dann nehmen Sie dann an der Ziehung teil für die Lottomillion. Also ist das quasi sowas wie Schiffe versenken. Da bin ich ja immer gut drin gewesen, ne? Okay, nee, ist auch nicht so ähnlich, eher so ähnlich wie Lotterie. Ach so, also da fehlt ja so ein bisschen die Spannung, ne? Nee, das ist ja auch spannend. Ja, wenn Sie mir 7 Zahlen nennen. Na gut, dann nehmen wir doch einmal... Ist alles, hallo? Ja, ich bin auch da. Es hat sich gerade angehört, als wäre da Sturm bei Ihnen. Echt? Ja. Ist kein Sturm. Wo habe ich da denn angerufen? Sind Sie in Hamburg? Im Raum Magdeburg. Oh, das ist ja ein bisschen weiter weg von der Nordsee. Das ist ein bisschen weiter weg von der Nordsee, genau. Okay, ja. Herr Otter, ich wünsche Ihnen auf jeden... Und dann habe ich ja im Prinzip, würde ich ja anfangen mit der 7, ne? Weil am 7.7. haben meine Frau und ich ja im Prinzip geheiratet. Ja, mit der 7, ja. Ja, dann, weil man immer sagt, doppelt hält besser, ne? Da würde ich ja sagen, nehmen wir die 14, weil das ist ja im Prinzip, falls Sie das nicht wussten... Na, das ist ja im Prinzip das Mehrfache von der 7, ne? Das möchte ich das auf jeden richtig. Fall 7? Gerne mit reinnehmen. Okay, dann, 7 plus 7 ist 14, ja. Also ist das jetzt zwei, dann haben wir jetzt im Prinzip die 7, jetzt, die 7 und die 14, ja? Ne, zweimal die 7 geht nicht. Wir haben einmal die 7 und die 14. Ja, habe ich denn jetzt schon was getroffen? Das mache ich dann nicht. Das geht dann in so eine Lostrommel. Und das erfahren Sie dann schriftlich, wenn Sie was gewonnen haben. Das sind aber dann lange Runden, wenn man, sag ich mal, jede Zahl erst mit den anderen Mitspielern abgleichen muss. Weil ich habe das ja, das ist ja im Prinzip dieses Steckkastensystem. Ich sag jetzt ja, links 14, rechts 7. Und wenn ich Glück hab, dann hat er sein Schiff da stehen, ne? Und ich hab das getroffen.
Herr Otter, es geht hier nicht um Schiffe versenken, es geht um Lotterie. Ja, deswegen. Das ist ein Lotteriespiel und entweder Sie gewinnen mit den Zahlen oder Sie gewinnen nicht. Das ist quasi so ein totales, entweder ganz oder gar nicht. Genau, und dazu brauche ich auch 7 Zahlen. So wie damals in Austerlitz und Waterloo. Ich bin früher ja Geschichtslehrer gewesen, ne? Ja, okay. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber sagen wir mal, unsere jüngere politische, militärische und rechtliche Vergangenheit, die beruht ja auf dem Sieg der Koalition in Waterloo gegen Napoleon. Ne? Der wollte ja, sagen wir mal, ganz Europa unterjochen. Und deswegen ist das halt auch wichtig, dass man das alles mit Bedacht wählt, ne? Ja. Deswegen würde ich halt sagen, wir nehmen noch die 5 mit rein, ne? Die 5. Das ist dann quasi, weil die, weiß nicht, ob Sie das wussten, das war ja im Prinzip das 5. Kavallerieregiment der britischen Highlander oder Hochländer auf Deutsch. Die sind ihm ja im Prinzip in die rechte Flanke gefallen. Und das war das 17. Regiment von Fontainebleau. Darum würde ich jetzt einfach mal die 17 nehmen, ne? Die haben wir schon. Die 17? Nee, die 14 haben wir, Entschuldigung. Ich werde ja gerade verrückt hier. Nee, die 17 habe ich jetzt mit aufgenommen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, weil meine Augen sind nicht mehr die besten. Wenn Sie gerade mal gucken können, ist das im Prinzip das Blau von Grouchys Truppen oder ist das preußisch Blau hier auf der Karte? Oh, das sehe ich nicht, weil ich kann ja nicht durchs Telefon gucken. Ach, pardon. Na, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist halt auch das im Prinzip das gleiche Problem, was Napoleon hatte. Der wusste ja im Prinzip nicht, ob das seine eigenen Leute oder die Preußen sind, die da kommen. Ja. Also falls Sie noch, Sie sind fertig mit der Schule, ne? Ich bin fertig mit der Schule. Ja gut, dann kann ich das Ende ja verraten, weil das ja im Prinzip prüfungsrelevant ist. Es waren die Preußen, ne? Ja, die Preußisch-Blau, genau. Ne? Und da ist er dann. Das weiß ich, ich bin eine Preußin. Ja? Ja, aus welchem? Aus Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt, Preußen, ja, das kommt hin, geografisch. Ja, genau. Haben Sie denn im Prinzip, sag ich mal, im Verwandtschaftsbezüge zu Gebhard Blücher? Nein. Ist Ihnen der Name denn bekannt? Der Name ist mir bekannt, ja. Ja, der ist ja da im Prinzip auch gewesen. Der hat jetzt ja im Prinzip gesagt, ich bin jetzt 77 und immer noch mit Stolz Soldat und ich bin zu alt, um mich zurückzuziehen. Ja, und dann haben sie Napoleon auf den Hosenboden gesetzt, ne? Und weil der halt 77 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, nehmen wir das noch als Nummer mit rein. Die ist zu hoch, die 77. Es geht nur bis 49. Ja, dann nehmen wir die 2, ne? Die 2, genau. Weil man sagt ja im Prinzip auch immer, aller guten Dinge sind 2 und darum würde ich das halt so machen wollen. Und wie steht es jetzt momentan? Jetzt brauchen wir noch 2 Zahlen. Und wie viel habe ich noch? 2 Zahlen brauche ich noch. Auch noch 2. Das heißt jetzt im Prinzip. 5 haben wir schon und 2 brauche ich noch. Aber ich habe ja richtig Glück heute. Das heißt, das steht jetzt gerade unentschieden, ja? Ja. Gut, dann würde ich ja im Prinzip noch die 21 nehmen. Ja. Und noch eine. Ich muss gerade mal die gegensätzliche Längskoordinate berechnen. Gibt es ein Zeitlimit für die Runde? Nein. Denn ich habe ja im Prinzip hier, falls Sie das kennen, Karl von Clausewitz vom Kriege, das ist ja im Prinzip so wie von Sun Tzu, die Kunst des Krieges, aber sag ich mal die europäische Fassung, hier auch signiert, die hat ja im Prinzip 909 Seiten. Da würde ich das als letzte Zahl noch nehmen. Die 9, okay. Nein, 909, 909, das sagen wir wie das, doch. Das geht wieder nicht, die ist zu hoch. Ja, aber dann haben wir ja nur Zahlen im einstelligen Bereich. Das ist ja auch nicht gut, ne? Nö, haben wir nicht. Wir haben die 7, die 14, die 5, die 17, die 2, die 21 und die 9.
Und habe ich jetzt was, wie ist ja der Endstand im Prinzip? Sie haben ja, wie gesagt, den Gutschein gewonnen und was Sie hier gewinnen, also alles, was wir heute besprochen haben, nee, ja, das bekommen Ich meine ja hier bei mir auf dem Brett, ich habe jetzt ja die ganze Zeit nur Meinzahlen gesagt. Ich brauche ja im Prinzip noch die von den Mitspielern, weil ich will das ja schon ehrlich machen, ne? Weil ich habe ja mit Sicherheit auch das ein oder andere Schiff verloren, ne? Herr Otter, es geht hier nicht um Schiffe versenken. Sie spielen nicht mit den anderen Schiffe versenken, Sie spielen Lotto. Ja, aber ich habe das doch jetzt alles aufgebaut. Ja, aber ich habe ja keine anderen Mitspieler jetzt hier am Telefon. Ja, würden Sie dann nachher nochmal anrufen, wenn Sie das abgeglichen haben? Dann habe ich auch nicht. Das geht hier um Lottospielen mit den anderen Mitspielern, nicht um Schiffe versenken. Ja, aber ich sollte mich doch mit denen treffen und wir wollten doch auch was zu essen kochen. Na nee, da habe ich die ganze Zeit gesagt, nee, es geht auch nicht um Essen kommen, es geht auch nicht um Treffen zum Kochen. Ja, Sie haben doch gesagt, die stehen da alle um den Topf rum. Nein, ich habe gesagt, sie sind in einem Lostopf für die Lotterie. Ja, ich habe jetzt ja im Prinzip meine, wie viele Zahlen waren das? Jetzt haben Sie mir 7 Zahlen genannt. Ja, ich würde dann halt schon, sag ich mal, weil ich muss ja nachher noch zum Psychiater, ne? Dass wir vorher noch mal abgleichen, ob ich denn jetzt auch irgendwas getroffen habe. Sonst kann ich mich ja nachher gar nicht auf die Sitzung konzentrieren mit dieser Ungewissheit im Hinterkopf, ne? Na, diese Ungewissheit, die kann ich Ihnen jetzt aber noch nicht nehmen, weil die erste, Sie nehmen das erste Mal erst am Samstag teil mit diesen Zahlen. Jetzt muss ich mich so lange gedulden, um zu gucken, ob ich da was getroffen habe bei den anderen. Ja, das geht leider nicht anders. Da sind jetzt ja 100 Leute. Muss ich denn jetzt für jeden, sag ich mal, die Zahlen durchgeben? Nein, Oder schieße ich mit den Zahlen jetzt auf all deren Schiffe? Mit diesen Zahlen spielen Sie auch gar nicht mit den anderen. Da spielen Sie nur für sich. Ja, aber ich wollte doch gerne ein bisschen Gesellschaft haben. Ach so, nee, da kann ich Ihnen nicht helfen. Also, Herr Otter, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gutschein, ja? Und wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude damit, also ja? Weil ich muss jetzt leider noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich habe nicht so den Bezug zu den Schiffen versenken. Also, ich habe, sag ich mal, bis 17 Uhr meinen Termin. Danach will ich Ihnen da, sag ich mal, gerne die grundlegenden Vorgänge beibringen. Ne? Die Zeit würde ich mir, sagen wir mal, sehr gerne auch für Sie nehmen. Ne? Ja, Herr Otter, aber die Zeit habe ich ja nicht, weil ich muss ja arbeiten. Ja, aber das sorgt ja, sag ich mal, für kollegiales Miteinander und Zerstreuung auch, ne? Naja, das ist ja richtig, aber... Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag, ja, Herr Otter? Niemand will mit mir reden. Niemand will? Ich habe doch mit Ihnen schon lange geredet. Ja, wir haben ja... Ich wollte doch gern ein bisschen spielen. Na, aber ich habe doch nur ein Lottospiel für Sie und wenn Sie das nicht möchten und es geht hier halt nicht um Schiffe versenken. Damit sagen Sie mir doch mal, wo Ihre stehen. Dann weiß ich wenigstens, ob ich was getroffen habe. Ich hab doch keine Schiffe. Habe ich alle getroffen? Sie haben alle getroffen, ja. Ja, das ist das Beste, was mir im ganzen Jahr passiert ist bisher. Ja, das ist doch schön. Ich meine, das war jetzt ja so ein bisschen unfair, weil ich das ja, sag ich mal, schon ganz lange mache und Sie scheinen ja noch neu zu sein. Also ich hoffe, Sie lassen sich, sag ich mal, da jetzt nicht den Mut am Spiel nehmen, ne, dabei nee, besser zu werden. Ich würde sagen, wenn Sie, sag ich mal, ein bisschen Zeit hatten, sich da einzufinden, bei Ihnen in der Spielgruppe,
Dann können wir gerne, sag ich mal, eine Revanche vereinbaren, auf Augenhöhe dann. Ich wollte sie jetzt nicht demütigen oder so, ne? Ich hab nicht, Nein, das haben sie nicht getan. Gewusst, dass sie, sag ich mal, neu im Spiel sind. Doch, ich bin neu im Spiel. Ja. Herr Otter, ich habe jetzt einen dringenden Termin. Ich würde mich dann nochmal bei Ihnen melden, ja? Ja, ich bin für die Revanche. Auf jeden Fall bereite ich dann soweit alles vor. Ich habe hier so ein ganz tolles Venatex-Sitzkissen. Das will ich Ihnen dann auch zur Verfügung stellen. Okay, alles klar. Dann das ist super. Im Englischen, Gut, dann melde ich mich nochmal bei Ihnen. Im internationalen Contest sagt man ja immer GG, das steht dann im Prinzip, ich weiß nicht, ob Sie Englisch sprechen, für Good Game Well Played. Ich spreche Englisch, ja. Und das ist dann quasi so der internationale Gruß. Und von daher, Good Game Well Played, Madam. Genau, alles klar. Wünsche ich Ihnen auch. Ja. Good Game Will Play, ja? Ja, lang leben Napoleon, Kaiser der Franzose. Können wir das nochmal zusammen sagen? Genau. Lang lebe Napoleon, der Kaiser der Franzosen. Wunderbar, ich bedanke Kaiser der mich. Okay, dann einen schönen Tag, Auf ja? Wiederhören. Machen Sie es gut. Machen Sie es besser. Wiederhören. Tschüss. Ja, mache ich. Tschüss. Oh, Leute. Es wäre ja eigentlich ganz lustig, wenn diese Figuren nicht dieses dreckige Systemlotto und irgendwelche Rabattkarten von Elite Premium Service AG verkaufen würden. Dann würde ich diese Leute glatt sympathisch finden, aber es geht nicht. Du kannst noch so nett und noch so freundlich sein, wenn der Scheiß, den du da am Telefon verkaufst, im Endeffekt hätte sie diesem alten Mann, wenn er sich jetzt nicht total dämlich gestellt hätte, Systemlotto angedreht, wo er mit 100 Leuten jeden Monat ein Schweinegeld los wird. Große Klasse. Ich gehe jetzt Schiffe versenken spielen. Nein, das hätte ich nicht mit der russischen Stimme sagen sollen. Verdammt.